in vielen Rollen hängen wir, glaube ich, fest, wo man Erwartungshaltungen und Ansprüche an sich selber hat, die, wenn man die irgendwann mal abklopft, man vielleicht merkt, die hat eigentlich gar keiner um einen rum so mehr. Die episodenhafte Tragikomödie Wunderschön erzählt von verschiedenen Frauen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise an Schönheitsidealen und dem Optimierungswahn abkämpfen. Ihre individuellen Geschichten sind dabei lose miteinander verknüpft. Frauke geht auf die 60 zu und findet sich nicht mehr begehrenswert. Ihre Tochter Julie will Model werden und versucht, ihren Körper nach dem Schönheitsideal der Branche zu formen. Julies Bruder Milan ist mit Sonja verheiratet, die nach 2 Schwangerschaften mit ihrem veränderten Körper hadert und in eine Lebenskrise gerät. Und Sonjas beste Freundin Vicky ist davon überzeugt, dass es das Beste sei, einfach Single zu bleiben, um sich gut zu fühlen. In Liebe bin ich nicht so gut. Ja, aber du machst es doch schon. Du liebst dich doch schon. So was sagt man doch nicht. Das ist doch einfach so viel. Du musst mehr arbeiten, du musst Sex haben, du musst deinen Körper akzeptieren. Ich bin aber nicht okay mit meinem Körper. Nora Tschirner spielt im Film die Lehrerin Vicky. Per Videocall haben wir mit ihr über den Film gesprochen. Nora, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal ganz kurz sagen, deine Figur Vicky, die du spielst. Was ist das so für ein Typ? Also wie tickt sie so? Die tickt relativ selbstbestimmt einfach und lebt fröhlich ihr sich selbst gebautes Leben vor sich hin. Kein deutscher Satz, egal. Und hat irgendwie rausgefunden für sich, dass dabei eine partnerschaftliche Beziehung eher störend ist. Und lebt deswegen ein fröhliches, alleinstehendes Leben mit aber viel Inhalten und sozialen Kontakten und ist guter Dinge. Bis ein, kurz aufstoßen, Verzeihung, Störenfried, gespielt von Maxi Brückner, auftaucht und ihr ganzes cooles Konzept durcheinander wirft und sie erstmal das jetzt irgendwie neu integrieren muss. Boah, Mann, was bist du denn für ein geiler Arsch? Das Bild, das wir von uns haben, entscheidet über unser Selbstwertgefühl. Aber seid ihr denn nur euer Aussehen? Und sie ist ja auch so ein bisschen eben der Typ, die so, sage ich mal, den anderen auch so, ihren Schülern zum Beispiel vermittelt, okay, löst euch so ein bisschen von diesen klassischen Rollenbildern, macht euch von den Erwartungen los und eben auch ihrer Freundin Sonja ja so diese Tipps gibt. Was glaubst du denn, inwiefern ist denn unsere Gesellschaft überhaupt noch so in diesen alten Rollenbildern verankert? Also wie nimmst du das selber so wahr? Also ich glaube schon viel. Also sagen wir mal so, in ganz vielen verschiedenen Rollenbildern, nicht unbedingt immer in den ganz klassischen, aber in vielen Rollen hängen wir, glaube ich, fest, wo man Erwartungshaltungen und Ansprüche an sich selber hat, die, wenn man die irgendwann mal abklopft, man vielleicht merkt, die hat eigentlich gar keiner um einen rum so mehr oder so und es würde jetzt mal Zeit sein, die zurückzulassen. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Und ich glaube, viele Sachen sind dabei auch Frauenrollenbilder. Wie gesagt, gibt es für Männer auch total, ne? Aber so eine, die eben sind so eine bestimmte Art von Gefälligkeit, eine bestimmte Art von 20 Sachen gleichzeitig machen müssen, damit man irgendwie erfolgreich ist oder so. Also das ist so eine bestimmte Art von Perfektionismus und so. Ich glaube, ist das schon zu finden. Ja. Genau. Und klar, also das große Thema des Films ist ja eben auch dieses, sag ich mal, so Nachjagen nach einem bestimmten Schönheitsideal oder eben, ne, irgendwie versuchen, sich immer weiter so zu verbessern. Und was glaubst du, woher kommt so dieser also extreme Selbstoptimierungsdrang, den man ja in der Gesellschaft immer wieder findet? Ich glaube, das ist eben eine Mischform. Ich glaube, in dieser Schönheitskategorie liegt es eben daran, dass das nun mal die Rolle, seit Jahrtausenden zugeschriebene Rolle der Weibchen lange war, kulturgeschichtlich, dass die halt hauptsächlich hübsch und schweigsam zu sein haben und möglichst sexuell zugänglich. Das ist halt einfach, ne, das sind kulturgeschichtliche Hintergründe. Und dann, glaube ich, ist es eben auch ein Thema, dass wir soziologisch an einem Punkt sind, wo wir sehr lange jetzt in einer Leistungsgesellschaft einfach gelebt haben und in einem turbokapitalistischen Denken, was einfach immer auf Optimierung geht und auf Effizienz und auf mehr und größer. Und da kann ich mich selber auch nicht von ausnehmen. Ich hatte irgendwann auch meinen Artikel gelesen über einen Mann, der was ganz Tolles erfunden hat in Indien, so ein Automat, der irgendwie ganz vielen Leuten dort ganz viel brachte. Und dann haben sie den so gefragt, ja, aber wollen Sie da nicht expandieren? Also wollen Sie das nicht auch im Ausland machen? Und dann hat er einfach gesagt, nö, die Idee kann jeder im Ausland auch machen. Ich habe jetzt hier, für mich läuft das voll gut, aber ich sehe ja sonst meine Familie gar nicht mehr. Also ich kann jetzt eh nicht irgendwie nach Brasilien das noch machen. Also sollen das ruhig Leute machen. Für mich ist das cool. Ich habe genug. Und ich merke es so wie in meinem Kopf damals so,
so ein Denken anging von, aber das ist doch wahnsinnig. Ich meine, du musst, das ist ja für den Mann, ist doch völlig irre. Und ich so merkte, was ist das denn? Wo kommt das Denken denn her? Und damals habe ich echt so gemerkt, okay, krass, du musst mal irgendwie runterschalten. Aber dieses, da sind wir echt drauf gedrillt. Ne? Wenn das gut ist, dann kann man es doch noch besser machen. Und das geht halt mit dem Körper genauso wie mit Leistung und Karriere und auch Selbstliebe letztendlich. Ne? Kann mich doch noch mehr lieben. Warum liebe ich mich denn nicht noch mehr? So. Und warum wollen die dich nicht mehr? Weil ich nicht richtig aussehe. Und wie sieht man richtig aus? Du hast ja auch, also 2017 lief ja in Deutschland der Film, also Embrace, den du ja mitproduziert hast, der ja auch dieses Thema halt so anspricht, eben so, ne? Stichwort Bodyshaming. Und also glaubst du, dass wir da auf einem guten Weg sind, also dass man vielleicht auch mehr Diversität abgebildet sieht, was eben so das Bild eben, sag ich mal, von Frauenkörpern angeht oder eben, dass man sich jetzt nicht auf ein bestimmtes Ideal versteifen muss, um eben als schön zu gelten. Also wie nimmst du das? Ich glaube, wir sind definitiv auf einem guten Weg. Ich würde nicht sagen, dass wir schon bei 98% von Ziel erreicht sind, aber wir sind losgelaufen. Es ist ein sichtbares Thema. Es ist überall. Es hat mittlerweile auch Werbekampagnen schon erreicht. Also Konzerne sind mittlerweile schon so werben mit, hey, sei du selbst. Ich meine, wir wollen einem immer noch verkaufen, dass erstes Leben toll wird, wenn man das und das kauft. Das ist natürlich, ne, so ein bisschen grenzwertig trotzdem. Aber natürlich, wir laufen die richtige Richtung. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die es im Kern berührt hat und die verstehen, ne, und jetzt suchen wir halt alle los als Gruppe. Und ich glaube, das ist ein umkehrbarer Prozess. Ich glaube, dass es immer mal wieder Auswüchse in eine andere Richtung gehen wird. Ich glaube, die Menschheit entwickelt sich eh mal 2 Schritte vor und 1 zurück. Aber es ist losgegangen und es ist jetzt ein wichtiges Thema und das ist unumkehrbar. Genau. Inwiefern glaubst du auch, dass du jetzt, sag ich mal, so einen Unterhaltungsfilm wie eben Wunderschön auch dazu beiträgt, so ein bisschen noch für dieses, ja, dafür zu sensibilisieren? Absolut. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Form ist, weil man lernt ja nachgewiesenermaßen durch Sachen, mit denen man emotional was verbindet. Man merkt sich nichts, wo man keinen emotionalen Zugang irgendwie zu hat, sei es durch wahnsinniges Interesse oder durch Personen, mit denen man sich verbinden kann und so. Also ich glaube, ein Film, wenn der gut gelungen ist, hat eine extrem große Augenöffnerfunktion für solche Themen. Genau, und was würdest du vielleicht auch gerade jungen Frauen raten, die sich eben mit ihrem Körper wirklich unwohl fühlen? Also hast du da irgendwie einen Tipp, dass sie einfach mehr so ihr Selbstbewusstsein stärken können? Ja, begebt euch viel in Räume, wo sowas keine Rolle spielt. Also weg von Instagram mal, tatsächlich in ganz viel in Kontakt mit Tieren, weil Tiere interessiert das nicht und Tiere können einen spiegeln, anders als jeder Spiegel oder jeder Instagram das kann. Hängt mit Kindern, mit Tieren und mit Leuten rum, die nicht so viele Spiegel zu Hause haben und das in einer großen Menge, dann könnt ihr auch zwischendurch auf Instagram gehen, ohne dass es euch schadet. Das wäre mein Tipp. Genau. Und noch zum Abschluss. Und verabschiedet euch von Leuten, die zu streng über euch reden. Dass immer Leute mit Leuten rumhängen, die einen richtig cool finden und toll finden und echt lieb haben. Das ist das Wichtigste. Genau, und zum Abschluss noch ganz kurz die Frage, oder was würdest du sagen, ist so das, was die Zuschauer aus dem Film mit rausnehmen können? Ich hoffe sich selbst. Ich hoffe eine klarere Fassung von sich selbst, so, wo sie irgendwie denken, jeder, das ist ja bei jedem unterschiedlich, der irgendwie denkt, oh krass, irgendwie könnte ich da mich eigentlich auch nochmal ein bisschen mehr befreien im Denken oder da bin ich aber streng zu mir und ach guck mal, damit bin ich nicht allein. Also irgendwie ein Stückchen Hoffnung und ein Stückchen mehr Gefühl für sich und ein Stück Versöhnlichkeit mit sich selbst vielleicht. Alles klar, ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Mach's gut. Du siehst schön aus. Das in der Mitte, oder? Ja, habe ich auch gedacht.